Heute ist ein super Tag. Da habe ich mir gedacht, nutze ich gleich und springe in die Donau. Jetzt suche ich mir einen Platz, weil ich ein bisschen allein bin. Und los geht's. Ich bin mit dem Rad jetzt 40 Minuten circa hergefahren von zu Hause. Oh, es ist echt herrlich. Wahnsinn. Es ist hier zu, keine Ahnung, 95% zugefroren. Aber ein bisschen Platz ist für mich zum Reingehen. Ich bin mit dem Rad hergefahren, bin jetzt eigentlich schon gut aufgewärmt. Sonst würde ich mich jetzt noch aufwärmen. Jetzt werde ich aber mal Wassertemperatur messen und mich vorbereiten und schauen, dass nicht zu viel Zeit vergeht, dass ich nicht wieder abkühle. Bisschen windig ist. Aber ich habe Decken mit, ich habe Tee mit, gut Anziehsachen. Ich kann nachher ein bisschen reden dann, wie man das so macht, was man beachten sollte. Also los geht's. Ich werde mal Temperatur messen jetzt. Ich glaube, man sollte normalerweise eine Minute, um hinzukommen. Ich glaube, wir werden es nach 10 Sekunden sehen. 2,5 Grad. Ich hätte es eigentlich kälter geschätzt, weil es hat letztens schon 2,8 gehabt. Da war aber noch nichts gefroren. Aber ja. Ah ja. Ich lasse es einmal drinnen. Kann man ja die. Können wir nachher nochmal schauen. Grad. Let's go. Nein, du lässt schnell rein. Es bricht auf jeden Fall. Oh, es ist heftig. Heftig und herrlich gleichzeitig. Also 1,4 Grad wird es haben. Bisschen Messungenauigkeit hat der Thermometer. Ich glaube, draußen hat es auch nicht mehr wie 0 Grad. Das schaue ich nach und nach. Wichtig ist, dass ich nicht zu lang drinnen bleibe, weil ich mit dem Rad eben hier bin und kein warmes Auto oder auch kein Kaffee rein kann wegen Lockdown. Und je länger man jetzt drinnen bleibt, desto härter kommt die Kälte danach. Also mit Frieren und allem. Frieren werde ich sowieso. Ich schaue halt, dass ich es nicht an die Spitze treibe. Es ist immer wieder herrlich. Untertauchen empfehle ich nicht. Oh, kühlt der Kopf so schnell aus. Und ich werde rausschauen. Normalerweise bleibe ich ein bisschen länger, aber es ist echt sehr kalt. Füße und Hände sind komplett taub. Von der Kälte. Ja, es hat 1,4, es bleibt jetzt. Und ich merke, ich bin jetzt angezogen, 2, 3, 4, 5 Minuten nach dem Schwimmen wieder draußen. Die Kälte kommt so langsam, aber ich glaube, ich hätte auch noch länger machen können. Aber ich
wollte es nicht übertreiben, vor allem weil ich mit dem Rad hier bin und es windig ist. Und wenn man danach ein Auto hat, ist es auf jeden Fall viel angenehmer, kann man sich ein bisschen mehr reizen, weil man danach ins Warme kommt. Aber die Kälte kommt jetzt eigentlich erst. Das heißt, im Wasser selbst geht's. Und jetzt versucht sich halt der Körper wieder aufzuwärmen. Fängt langsam an zu zittern, bis er wieder auf Betriebstemperatur ist, weil man doch einiges an Körpertemperatur abgibt ans kalte Wasser. Jetzt merkt man es, jetzt kommt die Kälte. Jetzt muss ich meinen Körper wahrscheinlich 10 Minuten, Viertelstunde damit beschäftigen. Das ist echt interessant. Das Reingehen selbst, das ist eher nur Überwindung. Also das ist natürlich auch Training, wenn man es öfter macht, kann man sich leichter überwinden, weil man weiß, dass man auf einen zukommt. Aber man spürt natürlich die Kälte ordentlich beim Reingehen, aber die ist handelbar, also man kann mit der umgehen. Man kann mit der umgehen in Form von Überwindung. Das ist jetzt keine Kälte, die den Körper irgendwie an seine Grenzen bringt. Diese körperliche Reaktion kommt halt echt erst danach, 5 Minuten nach dem kalten Wasser, wenn der Körper wieder anfängt, sich aufzuheizen. Das ist halt nicht ausweichbar. Ich meine, das kann man auch trainieren, wenn man das öfter macht, dass sich bestimmtes Fettgewebe einfach ansammelt an bestimmten Stellen im Körper, braunes Fettgewebe. Das ist Fettgewebe, das die Organe schützt vor Kälte. Aber es wird trotzdem immer bleiben. Das hat jetzt nichts mehr mit Überwindung zu tun, da muss man jetzt einfach durch. Das ist einfach nur aushalten. Also es ist echt interessant, so die Phasen. Das Reingehen oder dieser 1,4 Grad im Wasser, eine ganz andere Kälte, ist mehr so eine, man kann es vergleichen, mehr so eine psychische Kälte, mehr im Kopf, mehr so quasi so Schmerzen, weiß ich gar nicht, wie man sagen kann, wahrscheinlich sind es Schmerzen, einfach Nervensignale. Und das danach ist eher körperbedingt, physikalisch bedingt, weniger was mit dem Kopf zu tun. Aber es wird langsam. Und das Erste, was wirklich einfriert und taub wird, sind die Finger. Weil der Körper das ganze Blut auf die lebenswichtigen Organe pumpt. Also Torso, Kopf natürlich, Herz, Lunge, Bauch. Und zieht Blut aus den Händen, aus den Füßen und den Armen und Beinen ab. Deswegen wird das als Erstes taub. Und bleibt am längsten auch taub. Also das wird wahrscheinlich bis ich ins Haus fahre, wird das noch frieren. Außentemperatur ist übrigens minus 1 Grad. Na gut, das war's für heute. Jetzt hört noch ein bisschen Musik in meiner Box. Kann ich glaube ich nicht ins Video schneiden, weil YouTube mir sonst das Video sperrt. Aber Musik, bisschen zum Aufwärmen, bisschen Aufwärmungsübungen, Schattenboxen, vielleicht ein bisschen. Einfach, dass man wieder Blut reinpumpt in den Körper und dann werde ich einfahren. Servus.